Und das Diplom zeigen. Hihihi, wir sind Magier. Wir sind Magier. Hey, Stadtwache. Schau dir das mal an. Ja. Bist sprachlos, ne? Du darfst mich ab sofort Meister Wetterquarz nennen. Und ich will nun sofort den Erzmagier sehen. Ja, okay, dann geh auch vorbei. Der sagt gar nichts dazu, der ist sprachlos. Der Erzmagier. Nun, was gibt's? Warum trägt dieser Gnome Magierkleidung? Euer Ehren, dies ist Meister Wilbur Wetterquarz. Ein Diplom-Magier und damit Mitglied eures Ordens. Unfug. Ich kenne alle Magier in diesem Land. Aber es stimmt. Ich habe heute mein Diplom bei eurem Bruder gemacht, Meister Markus. Ich halte das für ausgeschlossen. Ich habe keine Zeit für solche Albernheiten. Hinfort, Gnome! Aber ich soll euch etwas geben. Einen Ring. Einen Ring? Von wem? Von einem Gremlin. Er stürzte mir gestern im Weißkammgebirge vor die Füße. Er gab mir diesen Ring und sagte, der könne den Krieg entscheiden. Meister, ich wende mich in ebenso großer Eile wie Furcht an euch. Ich habe eine Entdeckung gemacht, die unser aller Schicksal... Ich weiß, wo sich das Artefakt des Schicksals befindet. Ihr kennt natürlich die Geschichten, euer Durchlaucht. Ein legendäres Artefakt, von der Göttin des Schicksals und der Vorhersehung persönlich erschaffen. Ein außerordentlich kostbares und gefährliches Ding. Denn seinem Träger ist das Glück hold. Alles, was er versucht, wird ihm gelingen. Alles, was er begehrt, wird er erhalten. Sein Schicksal wird sich immer und zu jeder Zeit zum Guten wenden. Eine wahrhaft fürchterliche Macht. Eine göttliche Macht. Denkt nur, sie würde dem Feind in die Hände fallen. Ich habe herausgefunden, dass das Artefakt auf einer kleinen Insel namens Sordia in einem Tempel versteckt ist. Ihr müsst es finden und sichern. Ihr müsst! Helft uns, Meister Alistair. Ihr seid unsere letzte Hoffnung. Das war er. Das war der Gremlin, der von diesen finsteren Typen auf dem Drachen fortgebracht wurde. Schatten? Die Schattenarmee hat diesen Gremlin gefangen genommen? Sir, wir müssen sofort alles und jeden zu dieser Insel schicken. Jedes Schiff, jeden Greif, jeden... Genug. Wir müssen uns unauffällig verhalten. Wir wissen nicht, welche Informationen die Schatten schon haben. Und wir dürfen sie nicht auf die richtige Spur bringen. Nein, Sir. Aber wenn sie den Gremlin haben, dann wird es nur eine Frage der Zeit sein, bis... Die Insel Sordia. Wo zum Teufel soll das sein? Ich habe noch nie etwas davon gehört. Ich werde die Stadt für einige Tage verlassen. Ich muss im Archiv nachforschen. Aber in den Archiven von Seefels gibt es jede Menge... Schweigt, Wächter! Ich werde eine Gruppe vertrauenswürdiger Mitstreiter zur Insel schicken, sobald ich sie ausfindig gemacht habe. Und ihr... Ein Wort von dieser Botschaft. Nur ein einziges Wort zu wem auch immer. Und ich werde euch zu feinem Pulver zermahlen. Ist das klar? Natürlich. Klar ist das klar, Sir. Geht. Lasst mich mit dem Jungen alleine. Und lasst niemanden, ob Magier oder nicht, hier herauf. Verstanden? Verstanden, Sir. Und ihr, Meister Wetter... Dings. Ihr habt eure Sache gut gemacht. Wetterquarz, Sir. Danke. Mein Opa wird mir die Geschichte kaum glauben, wenn ich sie ihm erzähle. Das dürfte so bald nicht möglich sein. Du musst hier bleiben und die Stellung halten. Ich will, dass du dich auf eine kleine Expedition vorbereitest. Du und zwei Freunde, ihr sollt das Artefakt holen, sobald ich die Insel ausfindig gemacht habe. Aber wenn es um etwas so Wichtiges geht, sollten da nicht doch lieber erfahrene Schatzsucher... Ach was, Blödsinn. Dich kennt niemand. Für den Feind existierst du nicht. Du wirst keine Aufmerksamkeit erregen. Das ist unsere wichtigste Waffe in dieser Angelegenheit. Bevor der Feind überhaupt weiß, was vor sich geht, seid ihr schon längst wieder zurück. Aber ich denke... Genug geredet. Ich bin der Anführer des Ordens und erteile dir einen Befehl. Such dir zwei Freunde und warte hier auf mich. Sprich mit niemandem über die Sache. Wegtreten.
Wann werdet ihr wieder zurück sein? So schnell wie möglich. Aber ein paar Tage kann es schon dauern, bis ich weiß, um welche Insel es sich handelt. Der Gremlin hat mir gesagt, in seinem Geheimkeller sei ein Buch versteckt, das den Weg zum Aufbewahrungsort des Artefakts beschreibt. Tatsächlich? Das ist gut zu wissen. Das lief doch besser als erhofft. Ein teuflischer Plan, Munkus. Gut gemacht. Du kennst nun den Aufbewahrungsort des Artefakts. Und der echte Erzmagier wird dir noch einige Tage von der Pelle bleiben. Mutter hält ihn auf Trab. Sie hat alles aufgefahren, was sie an dunkler Magie zu bieten hat. Wenn er wiederkommt, wirst du längst das Artefakt des Schicksals in den Händen halten. Und Seefels wird brennen, genau wie jede andere Stadt der Allianz. Ja, das... Oh Mann. Gestern habe ich noch Fußböden gefegt. Heute bin ich Diplom-Magier und Teil des größten Abenteuers seit Ritter Thilos Kampf gegen das Brokkoli-Monster. Ein Artefakt, das unbegrenzte Macht gibt. Hoffentlich erfahren die Schatten nie etwas davon. Solch ein Ding in ihren Händen würde wahrlich das Ende der Welt bedeuten. Aber dazu wird es der Erzmagier nicht kommen lassen. Ich suche mir zwei Mitstreiter und warte hier auf ihn. Darf ich jetzt reden? Danke sehr. Ja, das war jetzt ja gar nicht mal so cool, dass der Feind jetzt alles weiß. Die Frage ist, was mit dem echten Erzmagier passiert. Ja, was soll man da jetzt sagen, ne? Bisschen blöd gelaufen fast. Na gut, wir müssen uns zwei Mitstreiter suchen. Ich würde ja fast meinen, dass wir Ebo mitnehmen müssen, weil sie dieses Buch auch besitzt. Nur wissen wir nicht, wo Ivo steckt. Das ist natürlich ein bisschen blöd. Also gucken wir uns erstmal hier ein bisschen um. Ich musste auch zwischendurch mal kurz schneiden. Ich weiß nicht, ob man es gemerkt hat. Garantiert hat man es gemerkt, weil ich nicht schneiden kann. Weil ich mal wieder unterbrochen wurde und all sowas. Gut, dann gucken wir uns auch mal den Magierturm an. Angucken, so. Schon beeindruckend, was wir Magier so alles können. Mein Orden und ich. Jo, Wilbur, ist alles dein Orden. Wie man wohl auf die Inseln kommt. Vielleicht können sich einige Magier teleportieren. Oder sie können richtig gut klettern. Weiß ich nicht. Sollen wir mal probieren. Ach, darf ich überhaupt rein jetzt gehen? Ich glaube nicht, ne? Doch, darf ich? Ah, ich darf sogar rein. Guck mal einer an. Dann guck ich mir das Zimmer doch erstmal an. So, den Schrank. Was haben wir denn da so drin? Na komm, Wilbur. Nicht auf die Uhr gucken. Was man nicht im Kopf hat, muss man in Büchern haben, sagt Papa immer. Ich frage mich ehrlich gesagt, wann man bitte schon mal wieder einen Charakter wechselt. Wir spielen jetzt schon so lange mit Wilbur. Also, wow. Ich hätte geglaubt, dass es hier mehr Bücher gibt. Kein Wunder, dass der Erzmagier fortgegangen ist, um woanders Informationen zur Insel zu suchen. Ja, sind wirklich nicht viele Bücher hier, also, nee. Da oben auf dem Schrank liegt etwas. Es sind irgendwelche Papiere. Vielleicht Landkarten. Vielleicht, guck mal an. Das ist zu hoch. Da komme ich nicht dran. Ach, natürlich. War ja so logisch. Ein Teleskop haben wir da oben an der Decke. Das ist ein Teleskop. Opa hat auch eins. Die Frage bleibt, ist es ein Meisterwerk der Technik oder der Magie? Oder von beidem? Ich glaube eher Technik. Weil so viel Magie steht, glaube ich, nicht im Teleskop. Nee, eher Technik. Wie kommt der Erzmagier wohl dort hoch? Vielleicht hat er einen schwebenden Stuhl. Vielleicht. Was ist diese schwebende Blume hier? Die kam doch so angeschwebt vorhin. Was betrachte die Magie? Achso, die Decke. Diese Planeten, die da um die Sonne rumschwirren. Ah, sieht schön aus. Guck mal, lernt man sogar gleich noch was in Astronomie. Wie die Sachen so herumschwirren. Naja, egal. Ui, ich habe keine Ahnung, was diese Kugeln darstellen sollen. Aber es ist wunderschön. Das sind Pralinen, Wilbur. Die kannst du essen, wenn du drankommst. Was du ja nicht kommst. Schade, schade. Was haben wir sonst noch? Das aufgeschlagene Buch. Das ist das vermutlich dickste Buch, das ich jemals gesehen habe. Wird wohl viel drinstehen. Vielleicht steht da was Interessantes drin. Guck mal rein. Encyclopedia Fantastica steht hier. Fantastisches Grundwissen in einem Band. Ja, ist ein bisschen Grundwissen. Kannst mal ein bisschen reinblättern. Das Seltsame ist, dass auf den meisten Seiten überhaupt nichts geschrieben steht. So wenig interessant ist unsere Welt nun auch nicht. Ach, genau wie das Buch der Toten, oder was? Ah, okay.
das seltsame... Okay. So wie das Boot der Toten ungefähr. Sonst noch was hier. Wir haben die große Landkarte an der Wand. Vielleicht ist da ja die Insel drauf. Eine riesige Karte des gesamten Landes. Und ich habe bisher erst einen winzigen Winkel davon gesehen. Ja, Seefels halt, ne? Auf der Landkarte gibt es eine Menge kleiner, namenloser Inseln. Und eine davon ist die Insel Sordia, auf der das Artefakt des Schicksals versteckt ist. Nur welche? Ja, keine Ahnung. Eine riesige Karte... Okay, haben wir schon gehört. Wir haben noch einen Vogel hier. Hallo, Vogel. Du bist komisch. Das nenne ich Magie. Fantastisch! Ja, das ist voll die Magie, Wilbur. Du hast es voll drauf. Blümchen. Die Blume schwebt vor mir weg. Vielleicht ist sie schüchtern. Schwebt weg? Schwebende Möbel sind praktisch, wenn man den Fußboden wischen will. Ja, genau. Schwebt vor allem weg. Echt? Kann ich irgendwas auch einsetzen? Hier kann ich magisch nicht einsetzen oder Stärkungszauber, so die Blume wegtragen können. Oder anzaubern. Naja, anscheinend nicht. Ach, den Globus haben wir auch noch direkt vor. Seltsame Idee, eine Landkarte auf eine Kugel zu spannen. Wie soll man sie so benutzen? Drehen. Am besten. Ne, viel mehr haben wir ja nicht. Dann gehen wir wieder raus. Gucken wir uns hier draußen noch ein bisschen um. Wir haben hier noch einen Brunnen, den wir uns angucken können. Da ist nicht der Brunnen.